So, und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Oder besser gesagt, herzlich willkommen, ne? Wir sind gerade in Season 4 angelangt. Die Umfrage in unserem letzten, also beziehungsweise in Season 3, hat ergeben, dass wir die letzte imperiale Klasse anfangen. Nämlich den Kopfgeldjäger. Damit haben wir dann alle Klassen einmal gespielt. Und ja, wir starten dann, wie gesagt, heute ganz frisch dann mit dem Kopfgeldjäger mal durch. Werden wir tatsächlich mal gucken. Ach, wir müssen uns jetzt schon entscheiden, was wir nehmen, ne? Ach du Gott, natürlich. Müssen wir uns natürlich noch kurz durchgucken, was wir hier so haben. Rüstung, Verteidigungstaktiken. Rolle im Kampf. So, erweiterte Klassen. Gucken wir uns hier mal ganz kurz an, was wir hier so haben. Söldnerin kann DD und Heiler werden. Na gut, Heiler spiele ich ungern, bin ich ganz ehrlich. Dementsprechend, ich glaube, wir werden uns mal für die Söldnerin entscheiden. Beziehungsweise wir werden einen Söldner spielen. So viel kann ich vielleicht schon sagen. So, dann müssen wir mal weiter. Dann werden wir jetzt als nächstes mal gucken. Was nehmen wir da mal so als Fraktionen? Beziehungsweise als Rasse, besser gesagt. Muss ich mal ganz kurz überlegen, was habe ich noch nicht so gehabt? Das muss man wissen, die Überlegung. Man könnte jetzt rein theoretisch sagen, wir machen was Außergewöhnliches und nehmen eine Klasse, die es eigentlich nur auf der Republikseite gibt, ne? Nautolana, ja, wobei Nautolana, glaube ich, passt mehr für, für eine Jedi-Klasse irgendwie. Ich bin fast der Meinung, dass wir mal, wie gesagt, wir können rein theoretisch eine Klasse nehmen, die es normalerweise nur auf republikanischer Seite gibt. Das wäre vielleicht eine Überlegung. Oder aber wir machen es ganz klassisch und bleiben einfach bei der Menschenrasse. Könnte man auch machen. Derpy as fuck sehen die aus, so. Tja, ich bin noch so ein bisschen am Überlegen. Aber ich glaube, wir bleiben einfach mal bei den Menschen, ne? Ich überlege gerade, was wir alles so an Begleitern kriegen beim Kopfgeldjäger. Dementsprechend wäre es vielleicht nicht so verkehrt, sich bei der Romanzenauswahl so ein bisschen danach nach der Rasse vielleicht zu entscheiden. Andererseits dürfte es, glaube ich, auch keinen großen Unterschied machen. So. Ach, na, wir bleiben mal bei Menschen. Bleiben wir einfach mal bei Menschen. So, wir nehmen natürlich das Geschäft war ein einen männlichen Charakter. So, da müssen wir mal gucken. Körperbau, denke ich mal, ist so okay. Da müssen wir jetzt keinen Muskelprotz haben. Kopfgeldjäger haben ihre eigenen Regeln. Andererseits. Ja, ich denke mal. Ein klein bisschen stabiler darf er, glaube ich, sein. Ist noch ein bisschen beängstigender, ein bisschen eindrucksvoller. So, dann geht's an den Kopf. Wie gesagt, die erste Folge wird zum größten Teil. Haben ihre eigenen Regeln. Ja, stimmt, hier unten sollte man drehen, dann redet er nicht die ganze Zeit. Die erste Folge wird üblicherweise wieder so ein bisschen Charaktererstellung sein, ne? Wer das erste Mal dabei ist, ich brauche immer so ein bisschen länger, was die Charaktererstellung angeht. Ich nehme mir da ganz gerne mal so ein bisschen ein paar Minuten mehr Zeit. So, gucken wir mal durch, was wir hier so haben. Naja, von hässlich zu noch hässlicher. Das würde rein theoretisch schon gehen. Kopf 6. Oder, nee, halt, das war's nicht. Kopf 2 würde rein theoretisch auch gehen. Müssen wir am besten mal mit Dings gucken. Mit Haaren. Sieht dann wahrscheinlich ein bisschen interessanter aus. So, was haben wir denn hier so Schönes? Man könnte rein theoretisch sagen, ich gucke mal, ob ich so eine Frisur ähnlich kriege wie die ich selber auch gerade habe. Wenn es denn sowas gibt. Müssen wir tatsächlich mal so ein bisschen durchgucken. Oh Gott,
Da sind aber auch Frisuren dabei, ne? Oh Gott, es wird nicht besser, habe ich das Gefühl. Das würde rein theoretisch auch gehen zur Not. 22, kann man sich ja mal merken. 22 würde zur Not auch schon gehen. Es würde tatsächlich auch fast schon gehen. Naja, gut, das ist ein bisschen übertrieben. Das könnte man auch fast schon sagen. Ihr merkt schon, ich brauche einen Moment, um den Charakter zu erstellen. Es kann sich nur um Stunden handeln. So. Gucken wir tatsächlich mal durch, was wir hier so an Auswahl haben. Was ist das hier? Interessant, würde ich mal behaupten. Ne? Gar nicht so uninteressant eigentlich, die Frisur. So, war es das schon? Ja, das waren alle Frisuren. Ich bin fast am Überlegen, ob ich die Frisur nehme. Die hatte irgendwie ein bisschen was. Natürlich mal andere Haarfarbe nehmen. Bisschen so dunkel, wie es geht. Ja gut, hier wird es schon wieder heller. Das sieht ein bisschen grünlich aus, oder? Sieht irgendwie so ein bisschen aus, als ob es ein bisschen grünlich ist. Ah, hier war ein Schwarz, glaube ich, oder? Ja, das ist schwarz. So stelle ich mir das vor. So, ich denke mal, Kopf können wir euch auch so lassen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Bärte könnten wir eventuell nochmal gucken. Hautfarbe, denke ich mal, könnten wir eigentlich auch so lassen. Andererseits ein klein bisschen dunkler kann es ruhig sein. Ja, vielleicht. Bisschen gesunde Gesichtsfarbe, ne? So, Gesichtsbemalung brauchen wir, denke ich, nicht unbedingt. Könnte man rein theoretisch zwar machen, aber weiß ich nicht. Ah, es wird nur noch... Es wird, glaube ich, nur noch schlimmer. Wobei das gar nicht mal so schlecht aussieht, muss ich gestehen. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen too much. Lass mal Gesichtsbemalung mal weg. Wir könnten höchstens noch mal bei Bärten gucken, ob wir da noch irgendwas haben. Aber ich glaube, in Anbetracht unserer Frisur passt das, glaube ich, nicht unbedingt. Wie so ein 80er Jahre Typ hier irgendwie vom Strand, ne? So ein Strandbuddy. Könnte man rein theoretisch auch machen. Das sieht doch ein bisschen älter aus. Das gefällt mir tatsächlich so ein bisschen, muss ich gestehen. Ah, ich glaube, das werden wir mal nehmen. Seitdem wir finden noch was Besseres. Nee, ich glaube, da war das andere besser. Lass mal, glaube ich, mal bei dem hier. Das sieht, glaube ich, besser aus. Passt irgendwie ein bisschen besser. Also sehen wir ein bisschen erwachsener, ein bisschen... wie sagt man immer so schön, seriöser aus, ne? So, Narben brauchen wir keine. Tor können wir, denke ich, mal auch so lassen. Sei denn... Ja, ich denke mal, das können wir so lassen. Wir sind ja keine Frauen, ne? Wir brauchen kein Make-up und so eine Spielereien. So, dann... Jetzt ist natürlich die Frage. Mein Streamer-Namen habe ich natürlich schon einmal verbaut. Das heißt, den werden wir nicht nochmal nehmen können. Es sei denn, ich mache irgendwie Sonderzeichen rein. Das könnte man rein theoretisch machen. Gucken, ob das so geht. Gucken, ob er das Sonderzeichen annimmt. Ja, scheint zu funktionieren. Sehr schön. Er hat's geschluckt. So werde ich wahrscheinlich jetzt gleich die Musik... Ah ja, ich muss die Musik mal ganz kurz ausmachen. Hab dann mal ganz kurz keinen Ton. Aber sonst kriege ich wieder Ärger mit den Lizenzrechten. Jetzt kriege ich da wieder Probleme auf YouTube. Ist immer ein bisschen schade, weil gerade das Intro von Star Wars ja immer das eigentliche Methodische ist oder das eigentlich Kultige, aber
Schön fleißig mitlesen, damit ihr wisst, worum es geht. So. Erstmal gucken wir, sobald wir den Sound wieder anstellen können. So. Nicht erschrecken, ist ein bisschen lauter. Ich mache euch den Ton mal ein bisschen leiser, damit keinem die Ohren explodieren. So. Schön. Ich würde wieder lauter machen. So, da sind wir auch schon. Sind wir mal gespannt, was uns ein bisschen erwartet, ne? Ein neues Abenteuer beginnt. Jetzt hat es dezent wieder so ein bisschen mein Greenscreen gerade ausgeschaltet, ne? Toll sehen. Ist immer witzig. Immer wenn grüne Stellen auf dem Monitor sind, irgendwie deaktiviert es an der Stelle immer so ein bisschen den Greenscreen. Die Z erstmal schön einen Schritt geschossen. Ist doch 1:1 meine Persönlichkeit, ne? Wie aus dem Gesicht geschnitten. So, werde ich natürlich als erstes gleich wieder mal so ein bisschen die Tastaturbelegung einstellen müssen. Wir sind fast fertig. Sieh zu, ob du das Sicherheitsnetzwerk aktivieren kannst, Marco. Ah, stimmt. Braden, wir werden... Hallo? Und was für ein Hallo. Die Hauptattraktion ist hier. Leute, das ist der Mann, auf den wir all unsere Hoffnungen setzen. Der beste Schütze, den ich kenne. Und Nerven aus Stahl. Er ist wie gemacht für die große Jagd. Was sagt ihr? Bereit, euer Team zu treffen? Stimmt, wir hatten Marco direkt von Anfang an, ne? Hab ich also eine gute Wahl getroffen, als Mensch zu spielen. Können wir von Anfang an gleich unsere Liebesbeziehung so ein bisschen vorantreiben. Mein Team, das gefällt mir. Gewöhnt euch daran. Um die große Jagd zu gewinnen, braucht ihr Unterstützung, Struktur und Informationen. Gehen wir die Sache ganz offiziell an. Das hier ist Marco, ein kleines Genie, das ich vor Jahren auf Nar Shaddaa aufgelesen habe. Ihre Spezialgebiete sind Aufklärung und Technik. Ich hoffe, ihr seid so gut, wie der alte Mann sagt. Und der große Brocken da ist Jory. Er kümmert sich um die Schwerarbeit und den Schutz unserer Operationsbasis. Wieder einer, der kein Basic kann. Na super. Hübsche Mädchen und große Waffen. Ich bin dabei. Genug der Vorstellungen. Kommen wir zum Geschäft. Wir sind hier, weil die große Jagd losgeht. Die kleine Marco kennt sich in der Jägergeschichte aus wie kein anderer diesseits von Geonosis. Und sogar sie weiß nicht genau, was die große Jagd alles beinhaltet. Aber ich kenne die Namen von allen Gewinnern der großen Jagd. Der Blutwürdige, der Verfinsterer, Jula Nachtbringer... Jeder Kopfgeldjäger, der eine große Jagd gewonnen hat, erlangte unglaublichen Ruhm und Reichtum. Darum sind wir hier. Für Ruhm und Ehre, ne? Oder besser gesagt, für Ruhm und Credit. Was machen wir zuerst? Bis jetzt weiß ich nur das. Es gibt bei der großen Jagd zwei Gruppen. Die mandalorianische Elite und die freien Kopfgeldjäger, die von einflussreichen Verbrecherbossen unterstützt werden. Einen Mandalorianer können wir aus euch nicht mehr machen. Ihr braucht also einen Schirmherrn. Nemro der Hutte kontrolliert diese stinkende kleine Stadt.
Der Schurke schuldet mir noch etwas. Ich könnte euch also vorstellen. Marco, scanne alle Kopfgeldjägerziele in der Umgebung. Ich will den übelsten, brutalsten und gefährlichsten Abschaum, den du finden kannst. Bin dabei, Brayden. Ein übler Schurke. Kommt sofort. Wir müssen zumindest die Leute hier in der Umgebung davon überzeugen, dass ihr einen großen Namen als Kopfgeldjäger habt. Dann kontaktieren wir Nemro. Marco wird Gerüchte über eure außerplanetarischen Aktivitäten streuen. Aber ihr müsst auch hier einen beeindruckenden Fang machen, um diesen Ruf zu bestätigen. Wollte ich gerade sagen, ne? Wir versuchen uns künstlich eine Identität zu machen. Wir sind halt schon eine Persönlichkeit. Möchte ich hier mal ganz klar festhalten. Gib mir ein Ziel und ich schalte es aus. Wie sieht es mit dem Scan aus, Marco? Hab was. Seht euch das an. Vex, Corellianer. Unglaublich schnell am Abzug. Gesucht wegen Überfällen auf 15 Sollstationen des Imperiums. Togawata Kiko Uba Kiniwata Buki Donko. Perfekt. Dieser Vex ist entweder verrückt oder süchtig nach Ruhm. Und gefährlich ist er offensichtlich auch. Hier steht, dass Vex einen Unterschlupf im Gossenviertel hat. Mitten im Chaos. Das wird lustig. Ein Feind von Nemro dem Hutten hat einen Teil der Stadt übernommen. Es ist gefährlich, dort herumzustöbern. Aber ihr habt keine andere Möglichkeit. Überfallt den Unterschlupf von Vex und findet etwas, das auf seinen Aufenthaltsort hinweist. Seid für alles bereit. Wie war einfach mal übelst größer als alle anderen da sind, ne? Bei der Türsteher irgendwie. Ihr entschuldigt mich, aber ich muss einen Unterschlupf ausheben. Seid vorsichtig da draußen. Das Witzige ist, so eine Stimme hätte ich mir bei unserem Sith-Krieger gewünscht, ne? Unser Sith-Krieger hatte ja eine relativ, nennen wir es mal, jugendliche Stimme, ne? Also nicht so einschüchternd wie unser neues Kerlchen hier gerade. So, dann werden wir mal eins machen. Wir werden mal direkt, Interface-Editor, genau. Werden wir nämlich mal direkt... Telentris 1 war das, glaube ich, oder? Speichern... So, ich hoffe mal, das war's schon. Nee, das war's, glaube ich, noch nicht. Muss ich erstmal ganz kurz ein bisschen dran rumspielen. Wie gesagt, wir müssen immer so ein bisschen gucken, dass wir... Ah, das war's nämlich, genau. So, ich brauche erstmal meine ganzen Interface-Einstellungen, die ich immer so mache. Das ist immer das Erste, was man direkt zum Anfang machen sollte. So, dann... Tastenbelegung war's, glaube ich, oder? Ja, da Tastenbelegung war's. Nächststehenden Feind. Nee, das wollen wir nicht. Nächsten Feind. Das wollen wir. So, mittlere Maustaste. Kann ich das hier tatsächlich jedem empfehlen? Das Feind-Targeting, also was man normalerweise mit der Tab-Taste macht, auf die mittlere Maustaste legen. Geht einfach schneller. Muss man nicht immer so einen Spagat auf der Tastatur machen. Ist immer viel angenehmer, wenn man es direkt irgendwie so ein bisschen mit auf der Maus hat. Gerade wenn man MMO Gaming Maus hat, dann hat man ja sowieso mehr Tasten, als man wahrscheinlich immer mal braucht. Und hier können wir später mal buffen. Das können wir auch erstmal auslagern. So, dann haben wir erstmal die wichtigsten Sachen hier auf unserer. Oh, wir haben gerade wieder ein klein bisschen Latenzprobleme, sehe ich gerade, ne? Ein wenig beunruhigend. Ich hoffe mal, dass das sich wieder einpegelt. So. Das wäre wieder so ein bisschen der klassische Vorführeffekt, ne? Das hatten wir ja schon mal. Als wir eine neue Klasse angefangen haben, die Startplaneten sind immer so ein bisschen gebeutelt von Latenzschwierigkeiten, habe ich immer das Gefühl. Ah, wobei, Moment mal, wir können ja rein theoretisch alle Quests annehmen, ne? Wir haben ja eh neu angefangen. Nehmen wir mal alle Quests direkt an. Ich höre zu. Fürs Erste. Hm.
Erste Einnahmensquelle scheint mir. Das kann ich wohl tun. Haben wir unseren ersten Auftrag direkt. So, wir werden wahrscheinlich hier vom Startplaneten erstmal wieder ein paar Quests mehr kriegen als gewohnt. Ne? Wie gesagt, in diesem Let's Play werden wir die Heldenquest auch mal wieder auslassen. Das hat sich, glaube ich, in der letzten Season, die wir gespielt haben, ganz gut gemacht. Da könnten wir ein bisschen was einsparen an Zeit. So, und wollen wir mal. Muss ich mich tatsächlich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Das ist mal wieder eine andere Klasse, die wir hier spielen. So. So. Wir werden natürlich wieder ein bisschen mehr EP kriegen als manch andere wahrscheinlich. Hat ja mal so ein bisschen die Vermächtnisvorteile schon. Achso, das muss man aufladen. Ja, man merkt halt immer ganz deutlich, wenn man eine Weile eine bestimmte Klasse nicht mehr gespielt hat. Muss man sich tatsächlich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. So. Das Gute ist, wir haben noch nicht allzu viele Fähigkeiten zur Verfügung. Da geht das Ganze mal ein bisschen schneller. Hm. Hauen wir die Burschen jetzt hier mal ein bisschen auseinander. Ja. Mal gut, dass wir ein bisschen stabiler gebaut sind. Ne? Halten wir ein paar Treffer mehr ausgefühlt. So, können wir das erste Item direkt anlegen. Sehr schön. So, wir sollten uns auch mal buffen, sehe ich gerade. Das Gute ist, dadurch, dass wir alle Klassen schon mal gespielt haben, haben wir dementsprechend auch mehr Buffs zur Verfügung. Die man nämlich alle Klassen direkt unsere Buffs ausgehändigt. Haben wir schon mal einen Vorteil. So, dann wollen wir mal. Oh. Ja, moin! Oh, das ist gut, haben wir direkt nochmal Ausrüstung. Haben wir direkt nochmal Ausrüstung gekriegt. Bin fast am überlegen, ob wir uns direkt von Anfang an eine Adaptivrüstung anlegen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlicht. So, sehr schön. Nehmen wir uns mal das komische Datenpad hier noch. Hm? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, ich würde mal sagen, bevor wir rauslaufen, machen wir an der Stelle schon mal ein Folgenpäuschen. Nämlich bei 25 Minuten knapp. Nächste Folge starten wir dann erstmal so richtig durch hier auf Hutter. Und stürzen uns in die neue Klassenstory unseres Kopfgetiegers. Ne? So, würde ich sagen, wenn euch die Folge schon mal gefallen hat, würde ich mich tierisch mal ein Däumchen freuen. Ihr könnt mir auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr mögt, denn dann verpasst ihr kein Content mehr. Gerade an dieser Stelle, da wir, wie gesagt, gerade eine neue Staffel anfangen, also neue Season, dann seid ihr von Anfang an immer gleich dabei. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.